Hallo, mein Name ist Thomas Drechsel und wir sind mal wieder auf einer wunderbaren Hochzeit, diesmal von Emily und Paul. Das Setup war unfassbar toll. Also ich finde, was die Requisite da aufgefahren hat, was sie da aufgebaut haben, war echt mega schön. Du bereitest dich halt auf die Szenen vor, wie du dich auf jede Szene vorbereitest, Text lernen, gucken, was passiert davor, was passiert danach, dass du den Bogen hast, den du spielst. Und bei Emily kam die Geschichte mit dem Bruder dazu, der irgendwie in Singapur festhängt und nicht kommen kann. John und Sharon schaffen es nicht. Der andere, der nicht mehr weiß, wer er ist und dann irgendwie 5 Minuten vor Abfahrt sagt, er kommt nicht mit. Es tut mir leid. Das waren so viele kleine Momente, die halt noch mit reingekommen sind. Ich glaube, auch wenn man so Szenen tot denkt, dann ist man nicht mehr frei, das wirklich zu spielen, weil dann Spielpartner natürlich sich auch Gedanken machen. Und ich finde immer gut, wenn man so eine Idee für die Richtung hat. So, mein Blumenmädchen, bringst du mich zu unserem Paul? Philipp! Spatz, der kann heute leider nicht. Aber da ist Philipp! Hallöchen, ihr Lieben. Wir drehen heute die große Hochzeit von Emily und Paul und wir sind alle ziemlich aufgeregt, weil wir natürlich mit ganz vielen Leuten hier arbeiten. Viele Komparsen, ganz viele leckere Süßigkeiten und wir dürfen nicht naschen. Tja, aber nicht nur das Essen ist gut, sondern auch die Geschichte. Philipp zum Beispiel hat ja leider sein Gedächtnis verloren und für ihn sind hier alle Leute fremd und im letzten Moment entscheidet er sich doch, okay, ich gehe jetzt zu der Hochzeit meiner Schwester, die ich ja eigentlich gar nicht kenne und bereitet ihr eine riesen Freude damit. Wir haben hier tolles Wetter, ja, fast 30 Grad. In Berlin ist der Sommer ausgebrochen und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einschaltet. Lass doch meine Schwester nicht alleine zum Altar schreiten. Du musst halt ganz klar wissen, was du sagst und was der andere sagt, aber so emotional oder gerade diese Emotionen, die da entstehen, entstehen oftmals im Spiel. Also du hast zwar so eine grobe Vorstellung von dem, was halt oder wie du es spielen würdest, was halt schön wäre und wo du vielleicht welchen emotionalen Höhepunkt reinsetzen willst, aber es kommt auch immer noch mal viel auf den Spielpartner an. Der Weg dorthin ist anstrengend, aber in den Szenen und davor herrscht natürlich Ruhe, Konzentration am Set. Und dann schafft man es, sich da rein zu versetzen. So, wir gehen auf Anfang zum Drehen. Start bitte schon mal wieder. Flieger ist gleich weg. Es ist eigentlich fast das gleiche wie bei Szenen, die sehr viel Wut haben oder sehr viel Trauer haben. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich immer versuche, mir Momente zurückzuholen oder in Erinnerung zu holen, die mir mal passiert sind, die mich wütend gemacht haben, traurig gemacht haben, sehr glücklich gemacht haben. Das muss nicht die gleiche Situation gewesen sein, aber wie fühlt sich Wut an? Wie habe ich mich gefühlt, als ich sehr traurig war oder als ich sehr glücklich war? Das können ja unterschiedliche Auslöser sein und dann halt in diese Szene einbauen und der Szene quasi schenken. Also der Rolle das Gefühl schenken, was du als Privatmensch irgendwann mal hattest. Das ist, glaube ich, so das, was so diesen Hauptteil dieser ganzen großen Szenen ausmacht, egal in welche emotionale Richtung das geht. Und da ist es natürlich wichtig, dass es am Set halt auch funktioniert, dass man diesen Moment bekommt, um halt, selbst wenn es eine lustige Szene ist, brauchst du diesen Moment, um da reinzukommen. Paul, du bist großzügig und liebevoll. Du bringst mich zum Lachen. Du fängst mich immer auf, wenn du selbst gerade kämpfen musst. Du bist der stärkste Mensch, den ich kenne. Das Kleid wurde extra angefertigt und in den Wochen davor jeden Montag um 11 Uhr zur Anprobe und nochmal Maß nehmen und Stoffe besprechen und wie genau soll der Schnitt sein. Und wir haben uns dann halt so für ein Zwischending entschieden, weil ich natürlich
Also, wie soll es anders sein, als Anne sagen würde, Meerjungfrauenschnitt. Es ist halt so ein bisschen schwierig. Und für einen Dreh ist es tatsächlich kein besonders vorteilhafter Schnitt. Das ist halt echt ein tolles Kleid geworden. Und dadurch, dass es halt wirklich auf den Körper zugeschnitten war, hat halt alles perfekt gesessen. Und es war wirklich auch mit ganz vielen kleinen Details. Und es war echt ein sehr, sehr schönes Kleid. Das Beste war die Schleppe hinten dran. Ich weiß nicht, ob man es sieht nachher, aber in der Szene müssten wir halt tanzen. Und ich musste dann, weil sie halt hinten so einen Meter noch so Schleppe hat, so ganz eng. Ich wollte unbedingt halt, Schleppe. Wir mussten so im Kreis tanzen und ich musste mal mit dem Fuß die Schleppe so wegschießen. Ich habe Hunger. Er hat mich mit dem Ring beschmissen. Nein. Nur mal zur Info, ja, ich werde hier beschmissen mit Requisiten. Mit Gold. Mit Gold. Mit Gold. Wie konnte er mich mit Gold bewerfen?